Tagtäglich trägt die soziale Sicherheit weltweit zu einer Verbesserung des Lebens bei. Soziale Sicherheit ist ein allgemeines Menschenrecht und sie sichert in schwierigen Zeiten die Menschenwürde und die gesellschaftliche Stabilität. Darüber hinaus leistet sie einen wichtigen Beitrag für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung. Da unser Alltag immer stärker von Trends wie der Globalisierung und der Bevölkerungsalterung geprägt wird, muss sich auch die soziale Sicherheit an dieses veränderte Umfeld anpassen. Die Herausforderung für die Verwaltungen der sozialen Sicherheit besteht darin, dass diese vermehrt gezwungen sind, mit weniger mehr zu leisten. Entscheidend für eine erfolgreiche soziale Sicherheit ist deshalb eine hohe Leistungsfähigkeit der Verwaltung. Hierfür ist ein Zugang zu Fachwissen und Ressourcen nötig, der von den Institutionen allein nicht geleistet werden kann. Die IVSS hat daher einen umfassenden Plan entwickelt, um die Mitglieder auf der ganzen Welt bei der Verwirklichung von Exzellenz in der Verwaltung der sozialen Sicherheit zu unterstützen. Die IVSS tritt damit in eine aufregende neue Phase ihrer Geschichte. Das IVSS-Exzellenzzentrum ist eine neuartige Basis des Wissens und der Unterstützung für die Verwaltungen der sozialen Sicherheit. Ein Kernstück ist das exklusive Internetportal mit praktischen Anleitungen und Unterstützung für Mitgliedsorganisationen, die ihr Management und ihre Verwaltung verbessern möchten. Dank dem Exzellenzzentrum können die Mitglieder voneinander lernen, sich austauschen und auf eine Weise miteinander interagieren, wie dies bisher nicht möglich war. Die virtuelle Universität besteht aus 4 Bereichen, welche die wichtigsten Schritte auf dem Weg zur Exzellenz darstellen. Bereich 1 bietet einen Zugang zu Leitlinien, mit denen die Institutionen Ziele nach international anerkannten Standards setzen können. Jede Leitlinie verfügt über einen Anhang mit zusätzlichen Ressourcen, Referenzen und Verweisen auf Beispiele guter Praxis. Die Mitglieder können so anhand aktuellster Ressourcen ihre eigenen Verbesserungsziele formulieren. Bereich 2 bietet Zugang zu einem Selbstbeurteilungsinstrument, mit dem die Mitglieder ihren Umsetzungsstand der IVSS-Leitlinien ermitteln können. Damit kann ein Aktionsplan erstellt werden, der die Planung und die Prioritätensetzung ergänzt. Mit dem IVSS-Barometer können die Institutionen Leistungsindikatoren vergleichen, um wesentliche Bereiche für die Verwaltungsverbesserung zu identifizieren. Der 3. Bereich ist das Tor zu einer wirksamen Umsetzung der Verbesserungsinitiativen. Die IVSS-Akademie bietet den Mitgliedern ein Programm mit Workshops an, in denen sie ihre Erfahrungen austauschen und Wege zur Exzellenz in der Verwaltung beschreiben können. Zudem bietet die Akademie in Zusammenarbeit mit qualifizierten externen Partnern hochrangige Diplomlehrgänge an. Das IVSS-Unterstützungszentrum wurde für Mitglieder eingerichtet, die bei der Umsetzung der IVSS-Leitlinien auf zusätzliche Fachinformationen und Expertenwissen zurückgreifen möchten. Der 4. und letzte Bereich des Exzellenzzentrums umfasst eine offizielle Bewertung und ein Anerkennungssystem. Im Rahmen des Anerkennungsverfahrens der IVSS wird untersucht, inwieweit die Institutionen die IVSS-Leitlinien umgesetzt haben. Und die Mitglieder können für administrative Exzellenz Anerkennung erlangen. Das Exzellenzzentrum stellt eine wichtige Neuerung für die IVSS dar, da wir so mit jedem unserer Mitglieder eine strategische Partnerschaft eingehen können. Das Exzellenzzentrum bietet den Mitgliedern einen Plan, mit dem sie die höchsten Leistungsstandards in der Verwaltung der sozialen Sicherheit erreichen können. Und für die Menschen auf der ganzen Welt, die auf die soziale Sicherheit angewiesen sind, kann dies nur eine bessere Zukunft bedeuten. Machen Sie mit bei der Verwirklichung von Exzellenz und besuchen noch heute das IVSS-Exzellenzzentrum.